Ich habe Anderson gefunden. Er ist tot. Jetzt müssen wir seine Mission abschließen. Die IMC hat mit einem Waffentest kürzlich einen Mond von Typhoon zerstört. Allerdings war diese Faltwaffe, die wir gesehen haben, nur ein kleiner Prototyp. Die IMC hat vor, mit einem größeren Modell verschiedene Milizplaneten zu attackieren, um das Grenzland in die Knie zu zwingen. Der erste Planet auf ihrer Liste ist Harmony. Wir müssen das Oberkommando der Miliz informieren. BT meint, dazu brauchen wir einen Interstellarsender der IMC. Und damit willkommen zurück, Leute, zu Titanfall 2. Ja, wir müssen jetzt hier runter und dieses Elektro-Tool organisieren. Allerdings hat man mir schon gesagt, dass das nicht gerade leicht ist. Sprechen diese Dinger überhaupt unsere Sprache? Könnte doch sein. Pilot, wir erwarten weitere Stalker. Wir halten sie auf, aber bleiben sie nicht zu lange weg. Okay, gut. Laden wird von Maschinen gesteuert. Hier gibt's nirgendwo einen Aufzug. Sollen wir durch diesen Laden durchkommen? Aufpassen, Leute. Diese Stalker kommen aus den Wänden. Haltet die Augen offen. Ich wünschte, ich könnte sagen, was ihr erwartet, aber was ist das? Kommt damit. Unser letzter Pilot ist vor ein paar Stunden auch da lang gegangen. Kam nicht wieder. Seien Sie vorsichtig. Also bin ich sozusagen wieder mal eure einzige Hoffnung. Über Ihr Helm-Display. Der Kanal ist offen, falls Sie Hilfe brauchen. BT, was ist mit den Wänden los? Scanne. Freiliegende Stromkabel. Meiden Sie physischen Kontakt und drücken Sie vorsichtig vor. Ja. Okay. Ja, super. BT, was mache ich hier eigentlich? Ihre Mission ist die Beschaffung eines Elektro-Tools. Damit können wir die Energieversorgung reaktivieren und den Sender neu starten. Ich habe seine Energiesignatur im Inneren des Umspannwerks geortet. Okay, ich hab's geschafft. Uah. Heftig. Aber okay. Dann schauen wir mal, wo wir lang müssen. Oh Gott, es geht noch weiter. Okay, okay, okay. Ah, ich habe mich wieder verdrückt. Oh, bin da, bin da. Oh. Okay. Okay, das sieht... gut aus. Natürlich sind wir hier nicht unbemannt. Gut, Tamo, das funktioniert noch. Eine kleine Lieblingswaffe, die so gern überhitzt, aber extrem wirkungsvoll ist gegen die ganzen Drohnen. Und was denn hier? Oh. Okay. Okay, Elektro-Tool, wo bist du? Na, hier wahrscheinlich nicht. Ah, verdammt. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig! Jump und Landung. Oh Gott. Das ist ja wie ein Labyrinth. Wie tief geht's da runter? Maximale Tiefe beträgt laut meiner Scans 300 Meter. Super. Was ist das hier? Offenbar handelt es sich bei diesem Ort um das Stromnetz eines Interstellarsenders der IMC. Oh Gott. Wenn ich jetzt bei diesen Passagen mal ein bisschen ruhiger bin, wundert euch bitte nicht. Ich krieg schon schwitzige Hände. Aber wir kommen ja noch weiter rein, das ist kein Problem. Okay. Was ist das denn? Ventilator oder was? Deaktiviere die Turbine. Wie machst du das? Zeig's mir. Einfach rüber. Können wir das auch? Und dann wahrscheinlich da hoch.
Ach Gott, okay, das war leicht. Überbrückung erfolgreich. Abluftventilator offline. Keine Angst. Ihr Jumpkit wird den Fall abfangen. Das Thema Höhenangst, Leute, ist immer wieder toll, ne? Ich muss da runter. Na gut, dann mal go, ne? Mit Doppelsprung dürfte das aber okay sein. Wo zum Teufel ist denn dieses Elektro-Tool? Das Werkzeug ist ja in 30 Metern geortet. Oh, okay. Diese riesen Turbinen hier, Wahnsinn. Okay. Dann gib mal her. Gute Arbeit, Pilot. Sie haben das Elektro-Tool geborgen. Gehen Sie jetzt in den Kontrollraum zurück, um das System neu zu starten. Ach du Schande, das Elektro-Tool kann jetzt also... Das Elektro-Tool Pilot, deaktiviert die... An der zentralen Turbine gibt es wohl einen Überbrückungsschalter. Turbine? Ach du Schande. Okay. Betätigen Sie den Schalter mit dem Elektro-Tool. Danach können Sie über die Turbine laufen. Interessant. Also Gameplay-Mechanik ist schon echt cool. Ich nehme mal an, wenn ich jetzt hier das Ding aktiviere, komme ich wieder nach oben. Oder auch nicht. Dann wahrscheinlich hier. Langsam. Ich nehme mal an, ich hätte da hochgemusst. Nehme ich jetzt mal stark an. Oh Mist, okay. Okay. Junge, cool. Aber es funktioniert. Ach nee. Ich mag die Waffe. Ich finde die auch gut. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen sehr... Wie komme ich denn jetzt an das Tool C? Okay. Hm? Schutzwände. Und hier? Das war nicht so gut. Blöde Idee. Ich muss hier irgendwie rüber. Puh. Also eins müssen die Leuten lassen, die das Spiel gemacht haben. Also die haben sich doch gelassen. Kühlkörperabkühlung läuft. Wie komme ich jetzt da hin? Ah, ich muss mich hinpusten lassen. Na gut, versuchen wir es mal. Okay. Jetzt kriegen wir erstmal wieder kurz Gesellschaft. Ah, komm schon. Das ist hier ein bisschen sehr heiß, nehme ich mal stark an. Elektro-Tool. Okay, lass mal den Geistläufer vor. Das sieht sehr krass aus. Echt? Echt jetzt? Okay. Chirolibo. Lauf. Alter, nicht so schnell. Das ist der Pilot. Er wird es schaffen. Ich hatte ihn schon angeschrieben. Okay. Oh Gott. Oh
Gott. Okay. Leute, ich schwitze ohne Ende. Ich bin drüben. Nicht schlecht. Aber wir haben das Elektro-Tool. Damit haben wir ja schon mal unsere Mission erfüllt. Ja, das Elektro-Tool. Respekt. Danke. Willkommen zurück, Sir. Wirklich sehr beeindruckend. Das war auch nicht gerade leicht. Das Pilotentraining ist wohl härter geworden, was? Wie soll ich da noch mithalten? Ich habe gar kein Pilotentraining absolviert. Schön, dass Sie zurück sind. Psst. Dank dieses Elektro-Tools können wir endlich die Milizflotte kontaktieren. Okay. Gut. Okay. Ja, das Logbuch von Cooper ist hier gerade wieder das gleiche. Also haben wir das Elektro-Tool jetzt endlich in unserem Besitz. Der Pilot ist zurück und wie es aussieht, hat er ein Elektro-Tool dabei. Das ist unsere Fahrkarte nach Hause. Gute Arbeit. Jetzt können wir die Energieversorgung reaktivieren und den Sender starten. Das hört sich doch gut an. Sie kommt gerade richtig, Cooper. Wir haben alles neu verkabelt. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch Strom. Pilot, die Relais der Energiekammer sind offline. Das Elektro-Tool müsste sie allerdings reaktivieren können. Hoffen wir, das Elektro-Tool war die Mühe wert, Cooper. Na gut, dann gehen wir mal rein. Aktiviere alle Energierelais. Hohe Strahlungswerte auf 12 Uhr. Ihr Anzug schützt Sie in der Kammer nur für begrenzte Zeit. Sie sollten sich beeilen. Sie sollten nicht so lange da drin bleiben, wenn Sie nicht gegrillt werden wollen. Öffne die Luke in 3, 2, 1, los. Los! Ah, okay. Oh Gott, lass mich mal hier raus. Leute. Die lassen mich hier nicht raus. Ich habe irgendwo was vergessen. Energie bei 100%. Lass mich raus. Sie sollten die Kammer umgehend verlassen. Oh. Gute Arbeit. Wir haben wieder Strom. Meine Güte. Na gut. Okay, wir haben wieder Strom. Blenden öffnen. Bringen wir den Sender zum Laufen. Öffne Blenden. Diagnose, Energie 100%. Zielerfassung zurücksetzen. Uplink-Zielerfassungsmodul wird zurückgesetzt. 60%. Ja, da können wir ja gleich das Signal senden. Sehr cool. 80%. 90%. Warnung, Fehler, Notfallabschaltung. Nicht gut. Keine Ahnung, unser Sicherungssystem. Captain, das Uplink-Zielerfassungsmodul ist offline. Verdammt, wette, die IMC ist schon unterwegs. Davon sollten wir ausgehen. McCord, können wir das Modul überbrücken? Nein, Sir. Nicht ohne der gesamten IMC-Flotte eine Nachricht zu schicken. Scheiße. Dann müssen wir das Modul manuell reparieren. Pilot, Ihre Fähigkeiten sind gefragt. Hoffe, Sie mögen Höllentrips, Pilot. Nein. Wir müssen den Sender vor Ort reparieren und so schnell es geht hierher zurückkehren. Da gibt's noch ein Problem. Wisst ihr, wie hoch dieser Sender ist? Da muss ich jetzt hin. Okay. Steuerung geht auf die Hand. Na, dann mal los. Dann lasst uns mal zum Sender gehen. Oh Mann. Wow, das sieht ja krass aus. Schaut mal. Nice. Ja, ich muss hier nur wieder mal stehen bleiben. Wir haben da viele gute Soldaten verloren. Weil die Atmosphäre ist schon recht gut gemacht hier. Okay, also müssen wir da hoch. Wir müssen da hoch. Natürlich müssen wir da hoch. Gefallener Pilot geortet. Oh, was ist denn hier passiert? Laut meiner Speicherbänke hat er sich im Rahmen der Operation Fracture als hervorragender Kämpfer bewährt. Ach du Scheiße. Operation Fracture? Fracture? Fracture war der Codename einer Betankungsoperation der Miliz auf dem Planeten Victor. Wir haben damals hohe Verluste erlitten, konnten die Flotte aber retten. Shit. Okay. Oh, lauf mich nicht um, Bitty. Krass. Krass. Guckt euch an, wie hoch der ist. Funktionsfähiges Uplink-Zielerfassungsmodul geortet 428 Meter nordöstlich. Wo zeigst du denn jetzt bitte? Meine Analyse zufolge ist ein Wurf die einzige Option. Wie ein Wurf? Bist du wahnsinnig? Das ist Wahnsinn. Ich bin nicht so wahnsinnfähig, Pilot. Oh Gott. Das hoffe ich. Er will werfen. Er will mich werfen. Wir müssen da hinten an die Schüssel. Ich habe ja sonst nichts vor. Okay. Wind 3 Knoten.
Richtung 274. Reichweite 95 Meter. Projektilmasse 89 Kilogramm. Da bin ich mir nicht so sicher. Vertrauen Sie mir. Oh Gott. Wow. Oh Gott. Okay. Guter Wurf. Guter Wurf. Gern geschehen, Pilot. Viel Glück da drüben. Richter, hier ist Blisk. Ja, Richter hier. Der verdammte Pilot will den Sender benutzen. Halten Sie ihn auf. Ich verlasse mich auf Sie. Blisk, out. An alle Sicherheitskräfte. Richter hier. Zum Sender. Los. Findet diesen Knirps. Sofort. Knirps, sagt er. Was ist das hier? Verstanden. Zulu 1, Kilo 1 vorrücken. Alpha 2, setzen Sie Soldaten ab. Schnell. Na, ist ja klar, dass sie uns... Kram. Ah, okay. Wieder ein bisschen Platforming. Jetzt können wir uns erstmal den Weg hier ein bisschen frei machen. Ich denke mal, wir müssen hier rüber. Ja, das ist alles noch cool. IMC-Landungsschiffe nähern sich ihrer Position. Nicht gut. Wir sind nicht mehr alleine, Leute. Das heißt... Gleich gibt's Gesellschaft. Oh, da sind sie schon. Oh, wie viele sind denn das? Hier. Nicht gerade wenig, würde ich mal sagen. Okay. Ganz ruhig. Das sind einige hier, aber ich denke mal, das dürfte jetzt nicht. Oh, Problem für uns. Die Drohnen, kann man die jetzt benutzen oder was? Sehr cool, das sind meine. Das ist nice. Ich liebe Höhen, habe ich das schon gesagt. Da hinten kommt jetzt hierher, ne? Ich gehe mal ein bisschen zurück. Oder nicht? Da hinten ist er. Scheint ja nicht wirklich viel. Doch, jetzt habe ich ihn. Da hinten ist er noch mehr. Können wir die jetzt überraschen? Egal, ich jump da jetzt mal rüber. Tarn mich kurz. Ruinen machen den Rest. Boah, Splat. Du hast doch was liegen lassen. Alter, guck mal. Ist ja fies. Das finde ich gut, dass ich hier selber ein paar kleine Unterstützungsdrohnen dabei habe. Oh, Granate. Granate! Ich komm mal rüber, Jungs. Mal ein bisschen spielen. Und wo ist er? Alter, das ist ja eigentlich voll heftig, oder? Drei Minuten. Derzeit dürfen wir aber doch mal langsam hier diesen doofen Turm aktiviert haben.
Oder dieses Relais, was wir gesagt haben. Okay, ein weiterer Kran. Wohin? Okay, darüber. Let's go! Okay, noch ein Kran. Den schiebe ich jetzt. Wie? Ich glaube einfach bis da ganz rechts. Ich glaube, das ist okay so, oder? Aber jetzt müsste ich vielleicht noch den versuchen zu schieben, dass ich da rüberkomme. Sag ich jetzt mal einfach so, ne? Aber ich denke mal, das müsste so funktionieren. So. Ja, genau. Und dann mache ich so einen Doppel-Wall-Jump. Und zwar so. So. Und oh. So. Okay. Ja, und jetzt hier lang, ne? Muss ich denn? Noch höher. Oh Gott. Oh, Junge, 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 Junge. Kilo 1-4, Pilotgesichter, der kommt auf euch zu. Bitte bestätigen. Oh, ich bin oben. Ich bin oben. Kilo 1-4, hört ihr mich? Bitte komm, Kilo 1-4. Du bist schon längst alleine. Ich bin alle hier. Kilo 1-4 antwortet nicht. Bereit machen für Angriff auf das schon längst auf dem Weg. Am Eingang von seiner Vierposition und kampfbereit. Sehr cool. Okay. Gut. Wir sind gleich bei der Schüssel.